Guten Tag. Heute stelle ich Ihnen die wichtigsten Aspekte vor des Moduls wissenschaftlichen Arbeitens, wie wir es am Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung im Bachelorstudium durchführen. Die Ausgangslage war, dass wir festgestellt haben, dass einiges, was wir den Studierenden beibringen, dass sie das zwar auswendig wiedergeben können an den Prüfungen, dass sie es aber nicht so weit verstanden haben, dass sie es wirklich anwenden können. Wenn wir demgegenüber den Anspruch ins Auge fassen, die Studierenden wissenschaftlich auszubilden, also akademisch, dann stellen wir fest, dass das durchaus seinen Stellenwert hat und seine Wichtigkeit, dass damit aber die Fähigkeit zum konkreten Anwenden noch zu wenig berücksichtigt wird. Die Wirtschaft erwartet von unseren Absolventinnen und Absolventen Problemlöseverhalten. Das heißt, sie müssen nicht alles wissen, sondern es genügt, wenn sie einige wichtige Prinzipien verstanden haben, wenn sie dann aber lernfähig sind, das heißt in der Lage sind, sich selbstständig neues Wissen anzueignen und das in Bezug zu praktischen Problemen zu stellen, dann ist es das, was eigentlich zählt. Und diesen Anspruch einzulösen, das war der Versuch, den wir unternommen haben im Rahmen dieses Moduls. Gut, und was ist jetzt eigentlich neu hier an dem, was wir tun? Man könnte ketzerisch sagen, es sei nichts Neues, denn all diese Dinge, die wir hier unternehmen, sind andernorts auch schon ausprobiert worden. Was ich denke, was wirklich interessant ist an diesem Fallbeispiel, ist der Mix und die Abstimmung der einzelnen Elemente aufeinander. Um das zu erläutern, möchte ich drei Ebenen ansprechen. Das eine ist die Didaktik, dann gibt es Elemente, die das E-Learning betreffen, und der dritte Punkt ist das Coaching, das in dem Modul einen zentralen Stellenwert hat. Im Bereich Didaktik sind mir drei Stichworte wichtig. Sie sehen sie am oberen Bildschirmrand. Das erste ist, dass wir den Studierenden Arbeitsschritte vorgegeben haben. Wir haben also nicht einfach verlangt, dass sie eine Arbeit selbstständig schreiben, sondern wir haben die einzelnen Schritte, die dazu führen, zum Endprodukt, sehr genau umschrieben. Der erste Schritt ist, dass Sie sich eine Frage stellen und Ihr eigenes Thema suchen. Der zweite, dass Sie Ihr mentales Modell abbilden. Das ist rot markiert, darauf komme ich noch zurück. Der dritte Punkt ist dann, dass Sie Literatur suchen, mittels Datenbanken und einer Recherche im Bibliothekskatalog, und dass Sie dann Ihr neues, revidiertes mentales Modell aufzeigen und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Also die einzelnen Arbeitsschritte sind geklärt für die Studierenden. Das alleine würde wahrscheinlich nicht genügen, um die Studierenden anzuleiten im ersten oder zweiten Semester. Deswegen haben wir die Qualitätskriterien, die gelten für jeden Arbeitsschritt, sehr genau umschrieben. Hier habe ich das nur stichwortartig getan, um Ihnen zu zeigen, für jeden Arbeitsschritt ist klar definiert, woran man erkennt, ob dieser gut oder weniger gut erfüllt worden ist. Und ich denke, dass die Studierenden in den unteren Semestern diese explizite Anleitung benötigen, um sich dann mit einer relativ offenen Aufgabenstellung zurechtzufinden. Neben diesen methodischen Qualitätskriterien gibt es natürlich auch formale Kriterien, wie beispielsweise den Zitierstandard, die auch einzuhalten sind. Das dritte Stichwort, das wichtig ist, sind die Fehlvorstellungen oder überhaupt die Vorstellungen, die vorhanden sind, dass wir mit denen arbeiten. Das ist hier der Schritt 2, der rot markiert ist. Das heißt, die Studierenden haben den Auftrag, bevor sie in Google oder in einer Datenbank recherchieren, sich bewusst zu werden, was sie eigentlich zu ihrer Fragestellung bereits wissen. Und das ist ein Schritt, der lernpsychologisch sehr wichtig ist und auch für die Lösung von praktischen Problemen. Denn nur wenn man sich dessen bewusst ist, was man weiß und wo die Grenzen sind des eigenen Wissens, wo die weißen Stellen auf den geistigen Landkarten sind, kann man erst eine sinnvolle Literatursuche gestalten.
Also diesen Schritt ist einer, der in der Praxis oft ausgelassen wird und den wir den Studierenden aber so dringend ans Herz legen, dass sie ihn so durchlaufen müssen. Die Lernplattform hat verschiedene Bereiche. Ich habe hier das mal als vier Bereiche strukturiert, wobei die innovativen Elemente wahrscheinlich vor allem im Trainingsbereich liegen. Wir haben Tutorials entwickelt mit einem ähnlichen Tool, wie Sie jetzt hier diese Präsentation sehen. Wir haben auch Videobotschaften entwickelt für inhaltliche Themen, wo es wichtig ist, dass man auch den Referenten sieht, dass er persönlich Stellung nimmt zu bestimmten Fragen. Und wir haben auch Selbsttests entwickelt, formative Selbsttests, die also nicht einfach das Wissen abprüfen im Sinne einer Prüfung, sondern wo die Studierenden während dem Absolvieren des Tests wichtige Inhalte mitnehmen, sofern sie sie noch nicht soweit verinnerlicht hatten. Dann die anderen Elemente, Informationselemente auf der Plattform, da wo die einzelnen Aufträge formuliert sind, wo die Qualitätskriterien abrufbar sind und wo die Studierenden auch Beispiele von anderen Gruppenarbeiten einsehen können. Ich denke, das ist der normale Informationsstand, den man erwartet auf einer Lernplattform. Dann hat es auch Gruppenräume, wo die einzelnen Gruppen ihre Arbeit strukturieren können. Und für uns ganz wichtig war aber dann auch die Administration, weil insgesamt sind sehr viele Papers einzureichen. Also, es sind über 90 Papers pro Semester, pro Coach, die eingereicht werden. Es sind über 100 Studierende, die das Richtige von 20 Papers zur Review erhalten müssen. Das wäre mit Papier wahrscheinlich kaum zu bewältigen, ohne zusätzliche Personalressourcen. Und das geht mit einer intelligenten Anordnung auf der Lernplattform sehr einfach. Das didaktische Setting beruht auf der Idee, dass die Studierenden grundsätzlich selbstständig arbeiten, dass sie einen klaren Auftrag erhalten und Support, um diesen Auftrag zu erfüllen, dort wo sie ihn benötigen, eben in Form von Coachings oder in Form von Informationen auf der Lernplattform, und dass am Schluss das Resultat zählt und benotet wird. Grundsätzlich ist die Themenwahl frei. Selbstverständlich sollten die Betriebswirtschaftsstudierenden ein betriebswirtschaftliches Thema wählen. Also diese Selbstständigkeit, die wir dann auch einfordern oder die Wirtschaft von unseren Absolventinnen und Absolventen einfordert am Arbeitsplatz, die wird hier, da wird nicht nur darüber geredet, sondern die wird selbst hier bereits, findet die statt. Dann Arbeiten in der Gruppe ist ein zentraler Punkt. Das unterschiedliche Vorwissen, das in den ersten Phasen angeglichen werden muss, ist ein Prozess, der in der Praxis ebenfalls so stattfindet. Das heißt, selten ist ein Projektleiter einfach alleine für ein Projekt zuständig, sondern er muss sich immer informieren und abstützen und Gedanken aus seiner näheren Umwelt aufnehmen, um sein Projekt erfolgreich abschließen zu können. Also Kommunikation und Abgleich von Vorwissen sind Elemente, die hiermit trainiert werden. Wichtig ist, dass wir den Fokus auf die Methoden legen. Das heißt, dass wenn eine Gruppe jetzt ein Thema Marketing wählt oder Personalmanagement oder Finanzmanagement, sind wir nicht die Experten in diesen einzelnen Fächern, sondern wir sind Experten für methodische Fragen, und das sind auch die, die beurteilt werden. Nur dank diesem Fokus ist nachher auch Coaching möglich, weil wir die Studierenden coachen in der Art und Weise, wie sie an das Thema herangehen, und ihnen nicht Fachinformationen zu ihrem Thema liefern. Die müssen sie sich selbstständig beschaffen. Und es ermöglicht natürlich überhaupt, dass wir Personen finden, die diese Aufgabe so bewältigen können. Hätten wir es nicht so, müssten wir Fachexperten aus den allerunterschiedlichsten Richtungen hier vereinen, und das wäre praktisch nicht realisierbar. So, damit habe ich die wichtigsten Punkte erläutert. Ich möchte zum Schluss einfach erwähnen, dass solche Projekte ja nie
alleine möglich sind, sondern dass immer viele Leute daran mitwirken, und diesen möchte ich herzlich danken. Ich habe sie hier auf der Folie aufgeführt. Und wenn Sie Fragen haben, dann bin ich gerne bereit, mit Ihnen in Kontakt zu treten und die zu beantworten. Ich freue mich auf eine Reaktion. Thank you.